Morgen, Leute. Ach, ich habe an einem Donnerstag frei. Kaffee. Heute gibt's Kaffee. Und nicht nur irgendwie, sondern à la Arthur. Ich sehe, dass ich doch die Kamera ein bisschen justieren muss. Die ist nämlich nicht so, wie sie sein sollte. Also ich stiehle echt den Kaffee in der Tasse von der Firma. Kann man schlecht sehen. Gesüßt wird mit Honig. Immunbooster. Natürlicher Süßstoff. Und gesund. Oder sagen wir besser, nicht ungesund. Ja, folgendermaßen. Gestern hatte ich eine Tour zurück Richtung Heimat. Volles Auto, ein Kunde. Ja, mittags um 12. Juhu. Heute mal einen frühen Feierabend. Geschissen, Herr Fahrer. Auf einmal am Berg keine Leistung mehr. Kupplung, Roch, kaputt. 4 Stunden später dann kam der Notdienst. Also, Top-Geschwindigkeit. Kam also der Notdienst. Und hardcore wie ich bin, habe ich zu meinem Chef gesagt, wir fahren mit dem Abschlepper und dem LKW. Das ist ein Gespann, das ist größer als ein Hängerzug. Also die größten Dinger, die ihr auf der Autobahn seht. Und da haben wir dann um 8:30 abgeladen. Sind um 9 Uhr dann in Leverkusen bei Mercedes einmarschiert. Und haben den abgehangen, dann wurde ich rüber zur Rewe gefahren und bin dann mit dem PKW nach Hause, das sind ja auch nochmal 40 Kilometer. Ja, dann war ich schon um 11:30 zu Hause und heute Morgen um Punkt 7:30 war ich wieder wach. Das ist typisch, ganz typisch für mich. Und nachdem ich mich angezogen hatte, klingelt an der Tür der Postbote. Guten Tag, Herr Bremen, Post. Schöne Päckchen. Dann wollen wir mal gucken, was da drin ist. So, übrigens, mal zeigen. So ein kleiner China-Folder. Der ist, den habe ich bei eBay für, glaube ich, 5 Euro. Gekauft. Direkt, also sofort Kauf. Und mal sehen. Erinnert mich ein bisschen an diesen Mini-Folder fürs Portemonnaie von Böker. Nun gut, darüber will ich nicht reden. Ich mache heute mal ein Unboxing. Und es ist meine bestellte Petzl. Ich hatte schon so viel Gutes über diese Petzl-Tektika gehört. Ich habe mich bis jetzt immer begnügt mit einer Stirnlampe von Krivit, der Hausmarke von Lidl. Die gibt es immer so für 4 Euro, also 3,59 oder sowas zu kaufen. Und ich bin damit auch eigentlich sehr zufrieden. Ich fahre da nachts immer mit dem Fahrrad zu meinem LKW. Und habe hinten am Stirnband noch ein Fahrradrücklicht dran, wie man die so kaufen kann, die man ans Fahrrad dran steckt und wieder abnehmen kann. Und die Polizei moniert das nicht. Die macht ein gutes Licht. Aber man will ja auch mal was anderes testen. Ich glaube, ich habe diese Stirnlampe, die von Krivit, schon öfters mal in Videos, Outdoor-Videos dabei gehabt. Kann die eigentlich empfehlen. Als Einsteigermodell auf jeden Fall. Oh, tut das gut. So. Da ich nicht weiß. Ah, was steht denn hier hinten drauf?
3 Jahre Garantie. So, vier Einstellungen gibt es. Maximum. Das wären dann 32 Meter. Nee. So, was ist das dann? Also ein Lichtausstoß hat die von 35 Lumen maximal. Wird übrigens von 3 AAA Batterien angetrieben. Ja. Verwendet also 3 AAA Batterien. Der maximale Lichtausstoß von 32 Metern hat die eine Leuchtdauer von 100 Stunden. Vom Optimum, das sind 23 Meter, 120 Stunden. Und Economy, das sind 15 Meter, 150 Stunden. Tja, wenn man weiß, wie man damit hinkommt, ja, also wie lange man draußen ist. Ach, der hat übrigens auch diesen Flashlight-Modus, also Blitzlicht-Modus. Da steht dann leider nichts dazu. Die wiegt 78 Gramm mit den Batterien und hat einen Nachtsichtfilter, also einen Rotfilter. Ja, da wollen wir die mal auspacken, ne? Hat übrigens gekostet, ich habe es über Amazon bestellt bei einem französischen Versender. All Batteries, ist ein Deutscher? Stimmt, das ist ein Deutscher. So steht dann da nichts drauf. Die hat 25 Euro gekostet. Könnt ihr mal gucken bei Amazon. Petzl Taktika Plus. Ich meine, Dave Canterbury benutzt sie auch. Vorsichtig machen. Schnibbeln. Schon wieder kotzen, das kommt für mich schon wieder so rüber, als würde ich bald einen Schnupfen kriegen. Solche Tage, also ich habe gestern um 3 Uhr bin ich aufgestanden und um nachts um 12 bin ich dann mal ins Bett, also um 11:30 zu Hause, und so Tage, die sitzen dann ganz schwer in den Knochen. Oh, ui. Das ist schon eine andere Hausnummer. Also,
Optimum, Economy, da ist das andere jetzt. Nee. Das erste war Maximum, Optimum, Economy. Rotfilter. Nicht schlecht. Es gibt ja auch mit Grünfilter. Das sei da weg. Blinklicht. Falls ihr mal eine Panne habt. Beim Auto oder beim LKW. Ist nicht verkehrt. Die werde ich wohl demnächst jetzt öfters mitnehmen auf meinen Touren draußen. Und dann auch mal einen Outdoor-Test machen. Petzl-Taktika Plus. Danke fürs Zuschauen. Wie immer werden Bewertungen und Kommentare gerne gesehen. Ich lasse mir jetzt meinen Frühstückskaffee schmecken. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag und bedanke mich für die Zeit, die ihr darauf verwendet habt, mein Video zu gucken. Tschüss, bis die Tage.